Und damit herzlich willkommen zurück zum Metro Exodus. Wir sind hier immer noch bei diesen ekelhaften Barnakels. Das wollte ich nicht. Barnakels hießen diese Dinger hier in, nicht in Fallout, in, fuck, wie heißt das Spiel? Half-Life 2, genau. Darauf kam ich letztes Mal nicht. Wir müssen übrigens gleich einen Filter wechseln. Aber vorübergehend beschäftigen uns damit, hier noch mehr von dieser Scheiße einzusammeln. Oh. Ich sehe gleich am Ende seine Filter. Aber wir sparen natürlich so viel Zeit wie möglich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr ganz, wo wir sind. Ich habe auch ein paar Sachen geändert. Oh, Munition am Ende. Wir nehmen jetzt nochmal auf anderen Einstellungen auf. Nämlich die, mit denen Freddy jetzt scheinbar auch aufnimmt. Wo ist derjenige? Drecksvieh. Ich lasse das mal. Au. Bäh. Okay, ich glaube, wir müssen die Scheißviecher abknallen. Bäh, ist das pekig, Alter. Es ist ein paar Tage her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. 3 oder so. Zwischendurch kam auch wieder kein Metro, weil YouTube sich gedacht hat: Oh, du hast das zwar eingestellt, aber ich kann das auch hochplanen. Nee, keine Ahnung, was da schon wieder mit YouTube los war, hat mich schon wieder übel angepisst. Ja, okay, die tun mir im Prinzip nichts, ne? Wir können die alle einzeln zerstören, aber so richtig viel Sinn sehe ich da dann halt nicht. Bäh. Schon wieder ein Filter tauschen, ey. Das fuckt mich ja irgendwo ab. Ganz ehrlich, Ben. Bäh. Komm, wir tauschen mal Filter. Gehen wir weiter. Ich finde diese Viecher übrigens echt übel ekelhaft. Und ich finde Wasser im Allgemeinen in diesem Spiel nicht so geil. Und es kotzt mich übel an. Dass man mit der AK in der Hand den Bewegungsmelder nicht sieht. Das nervt mich ziemlich übel. Oh, ja, die hat sich ein Ende gesucht, ne? Rip Buddy. Ich gucke natürlich noch so ein bisschen nach diesen Zeitschriften. Allerdings habe ich nicht so das Gefühl, dass hier noch irgendwo welche rumliegen, die ich sehe. Da habe ich einen Soundbug gehabt. Der ist tot. Schon mal einer weniger. Der ist auch tot. Ich weiß gar nicht, ob ich die auslöschen will, tatsächlich. Die haben ja bestimmt auch irgendwo eine Lebensbewandtnis. Aber irgendwie mag ich die einfach nicht. Ich mag einfach so eine Kackviecher nicht und mein Mäskchen ist beschadet. Warum auch immer meine Maske jetzt auf einmal beschädigt ist. Habe ich nicht verstanden jetzt.
Weg mit euch. Keine Munition hier für euch verschwenden. Achso, ich kann die looten alle. Ist ja mega praktisch. Also nicht, weil bringt halt jeweils nur einen, ne? Gut, ich glaube, da geht's nicht mehr durch. Okay, doch, Licht brauche ich noch, okay. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl bei der ganzen Sache. Da gib mal alles, was du hast. Du brauchst das, glaube ich, nicht mehr da, wo du jetzt bist. Ich glaube, ich nehme jetzt auch mal wieder die Schrotflinte, weil dann sehe ich auch irgendwo Bedrohungen nahe voraus sind. Holy shit, habe ich mich gerade erschrocken, ey. Okay. Gefällt mir alles gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Oder ich schwöre dir, wenn da irgendwie so ein Vieh rauskommt, dann verjage ich mich so hardcore. Muss ich da jetzt durch? Sehe ich gleich eins unter mir lang flitzen. Hätte ich drauf gewettet. Okay, ich will gerade einfach nur noch hier raus. Ganz ehrlich, ich achte auch gerade nicht mehr. Upsi! Hehe. Das wollte ich nicht. Ich wollte auf V drücken und auf C gedrückt. Jetzt mal no joke, ne? Warum sind diese ganzen Sachen auch halt alle einen halben Millimeter nebeneinander, ey? Wer kommt denn auf die Idee, also Molotow und sowas werfen? Alter, nee, auf die gleiche, neben die Taste für Nahkampf zu legen. Hallo. Ich kann den, ich bin, achso, ich hab den schon benutzt, okay. Wieso hat sich nur noch einen Schuss drin, Alter? Mega wenig. So, jetzt erstmal ein bisschen schnell hier. Hier lag noch ein Koffer. So, dann musste ich mal so machen. So, dann den heben wir auf. Diese ganzen Viecher lassen wir jetzt mal live, weil die nerven. Machen wir hier noch auf, hier noch auf. Den Dude looten wir noch. Nehmen wir wieder die Shotgun. Ich dachte, vielleicht können wir den abknallen, aber nein. Also hätten wir vielleicht schon gekonnt, aber ich jetzt gerade nicht in der Situation. So. Das war mehr oder weniger auch ein Bug, denke ich mal. Denn der sollte wahrscheinlich ja nicht da sein. Nichtsdestotrotz kriegen wir jetzt hier mal durch. Ich packe gleich erstmal eine andere Waffe auf C, nämlich die Wurfmesser oder nichts, besser gesagt. Genau. Okay, man kann nicht nichts auf die Taste packen, also wenn es leer ist, ist es leer. Aber prinzipiell kann man nicht nichts da reinpacken. Kannst du bitte aufhören zu brennen? Nein, ich möchte... Danke. Dann möchte ich das hier noch aufheben. Das wäre sehr praktisch, wenn es langsam aufhören würde zu brennen. Danke. So. Und jetzt würde ich wirklich gerne hier hochkommen. Okay, ich denke, hier brauche ich jetzt wieder AK. Was habe ich jetzt reingeladen versehentlich? Aua! Das Scheißvieh gar nicht mal gesehen, ey. Ladehemmung gehabt. Was muss ich hier? Achso, hier.
So, ich habe mir jetzt quasi hier einfach ein neues Boot ins Wasser gelassen. Ah. Die Plörre wieder runter, wichsen da. Ja, mach doch jetzt. Ich drücke T, er zeigt mir nur, wie viel ich noch habe. So, und jetzt kommt mein Lieblingspart, wieder Boot fahren. Ich hasse übrigens Boot fahren, habe ich schon erzählt. Zwei Minuten haben wir. Ich versuche sie erstmal zu ignorieren. Ich sehe, dass das zwei sind. Ich habe überhaupt keinen Bock auf die beiden. Bin gespannt, wie YouTube jetzt auf die dunkleren Parts hier wieder reagiert. Ich kann mir vorstellen, dass es aussieht wie Scheiße. Naja, das war jetzt irgendwie nicht so erschreckend. Ich habe noch okay viel Munition, aber ich snack mir jetzt erstmal kurz meinen Revolver bzw. meine Shotgun und fahre jetzt weiter. Das nächste kommt, wird wieder geschossen. Und ich scheiße jetzt auch auf diese ganzen Chemiesachen. Wir haben eigentlich genug. Ich habe jetzt ein bisschen Kopfschmerzen, das ist ein bisschen kacke. Aber ich muss heute aufnehmen. Halt die Fresse! Meine Güte! So, da sollen wir wahrscheinlich nicht raus. Ich schätze mal, wir sollen da durchfahren. Das ist so meine ganz schlechte Vermutung. Die mir überhaupt nicht gefallen will. Und die Sounds ändern sich. Kann ich mir das hier dran anzeigen lassen? Nein, kann ich nicht. Eine Minute noch. Wasser, Er hat sich nicht gut angehört. Radioaktivität erhöht? War das Radioaktivität erhöhen? Ich glaube ja. Ich diese Geräusche so richtig deute. Ja. Das ist ja alles Radioaktivität. Und wir kriegen ja schon wieder keine Taschenlampe mehr. Oh, ich verstehe warum. Wir müssen hier durch. Wir kriegen gleich, glaube ich, Flashbacks oder sowas. Ja, oder Halluzinationen halt einfach. Das passiert nicht wirklich. Außerdem tut es meinem Kopf gerade echt nicht gut, ey. Oh Gott, wir sind ohnmächtig geworden. Findet uns jetzt sein Vater? Nein, 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 Artyom, das ist Blödsinn. Glaub nicht daran. Nein, 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 die sitzt da gar nicht. Nein, Bruder. Du halluzinierst. Du hast ein bisschen viel Strahlung abgekriegt, Artyom. Guck, sie ist weg. Gefällt mir nicht. Ist zu offensichtlich, dass es nicht echt ist. Wir nutzen jetzt erstmal das grüne Zeug. Das ist nicht gut. Ich wette, wir haben... Oh. So, dann müsste sie jetzt weggehen. Wenn sie nicht echt ist. Sage ich ja. Ja, wir hätten aber auch ohne das Zeug weiterlaufen können, sag ich. Das Problem ist, dass das... guck mal, das Ding ist schon halb untergegangen. Das
Problem ist, dass die jetzt keins mehr haben, beziehungsweise das ist prinzipiell ja erstmal nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass wir hundertprozentig Stress mit denen kriegen. Keine Ahnung, was wir gebraucht haben, aber... Ah, guck mal, Filter, wow, für 2 Minuten, wow, die Kosten... Oh Gott. Bitte hör auf, sowas. Danke. Sie müssten übelsten Strahlungshotspots eigentlich sein. Ich glaube nicht an das, was ich hier sehe. Ich glaube nicht an das, was ich hier höre. Bitte sei nicht einfach nur ein Jumpscare. Ah, ist alles okay. Ist alles okay. Ich will in dieser Station nicht länger sein, ich gehe. Ich hätte gerne meine Shotgun. So, jetzt keine AK, wie ich jetzt schon wieder dreimal gesagt habe, sondern hier so ein... anderes Gerät. Wieso ist hier auf einmal überall Strom? Boah, das ist alles mega ungeil. Bruder, ich bin wirklich kein Horrorspielfreund. Wirklich nicht, meine ich wirklich, wirklich nicht. Okay. Weiter geht's. Ich mag so Horrorpassagen echt nicht so gerne im Metro. Der ist noch gut, der Filter. Ich glaube das nicht, dass er die Karte hat. Halbe Minute, ich tausche, bevor was passiert, wenn er mich schwächke und krepieren. Da draußen ist irgendwas ganz Ungeiles. Die Filter verbrauchen sich hier unglaublich schnell, sehe ich gerade. Wir gehen jetzt einfach weiter. Okay, das war's schon. Da drin lag was. Ich hatte gehofft, hier liegt noch irgendwo ein Buch oder sowas, aber nein. Naja, Schnauze, wir sind ja schon raus aus dem Hotspot. Hier entlädt sich die Batterie gefühlt auch schneller. Muss ich schon wieder tauschen? Ja, muss ich. Ich glaube, wir haben schon wieder echt nicht mehr so viel Filter. Ich verstehe übrigens nicht, was der sagt. Akustisch nicht, also vom... Ne. Das wollte ich wirklich nicht. Ja, scheiß die Wand an, ey. Ist das unangenehm. Ich hasse sowas. Bin wirklich nicht so der Horrorspiel-Dude. Deshalb gibt's bei mir auf dem Kanal fast keine Horrorspiele.
Also irgendwie sowas wie SCP fand ich immer ganz unterhaltsam, wobei ich mich da auch schon richtig eingeschissen habe. Aber es ging immer noch. Hahaha. How about no? How about go fuck yourself? Ha. Das erinnert mich extrem an Big Mama. Aber enorm. Hier fighten wir doch safe, oder? Das ist nicht echt. Das ist nicht echt. Davor habe ich keine Angst. Das sind Flashbacks von damals. Und plötzlich wurde das hell in meinem Zimmer übrigens. Also hier im Büro, sag ich jetzt mal. Weiß auch, wo man ein Treibkäfig ist. Verdammt! Ende der Straße, Leute! Was auch immer da gerade passiert ist. Ich habe mich gerade maßlos erschreckt, warum das Licht in meinem Zimmer anging. Und scheinbar geht es uns auch schon wieder ganz schön scheiße. Und wir haben definitiv kein grünes Zeug mehr. Auf das da hinten schieße ich erst, wenn es wirklich gefährlich wird. Keine Ahnung, wie ich durch muss. Ja, ich habe das aber verstanden, ist schon okay. Wieso kann ich hier überall unter durchkriechen? Erstmal hier Licht machen. Ja. Den ganzen Laden hier erhellen, bitte. Bin hier ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktionieren würde. Also ich kann mir vorstellen, dass wir hier jetzt nicht rauskommen. Wir kommen hier raus. Warum können wir da unten durchkriechen? Zweimal, möchte ich nochmal kurz feststellen, ne? Das hier ist eine Luftschleuse. Da ist der erste Weg, da gehen wir mal rein. Ja, wir haben keinen Filter mehr gerade aktiv. Ich glaube, wir hätten gar nicht tauschen müssen. Wir sind hier gerade nicht in einem Ort, wo wir Filter brauchen scheinbar. Also hier brauchen wir gerade scheinbar keine Gasmaske. Das heißt, ich nehme sie ab, weil sie mich nervt. Ich sehe nämlich die ganze Zeit dieses zum Kotzen gesplitterte Glas, ey. Das übel nervt. Guck mal, hier ist schon mal. Und ziehen kann, ist ja dir dieses Mal scheinbar egal ist. Manchmal muss man die ja mitnehmen, manchmal nicht. Ob so ein kleiner Hebel einen davon abhalten könnte, wie Atom da durchzutreten. Na, ich hab da mal gucken sollen. Aber hier ist Licht. Nicht den Hebel drücken. Ich weiß nicht, was er macht. Hab mich maßlos erschreckt, by the way. Okay. Wir können den Hebel da anmachen. Ich mache das jetzt einfach mal. Hahaha. Es ist scheinbar Licht in der ganzen.
Ich wollte aufstehen, aber okay, danke. Es ist scheinbar Licht in der ganzen Station. Und diese Tür ist offen. Was auch immer uns das jetzt gebracht hat. Prinzipiell gefühlt erstmal nix. Ist hier noch irgendwas aufgegangen? Nö. Die zwei Türen hatte ich aufgemacht. Das blieb so. Okay. Ich bin mir erstmal nicht sicher, was passiert ist. Ja, okay. Chill. Wir müssen erstmal weiterkommen, aber... Oh Gott, dachte, wir haben noch 5 Minuten oder 4 oder so. Ich denke mal, wir kommen gleich in den Fight und den machen wir im nächsten Part dann erst. Oh Bruder, nicht schon wieder. Gut, dass sie mit Gasmaske gestorben sind. Macht Hoffnung, würde ich mal sagen. Ich habe nicht ganz verstanden, wozu wir eben das Licht in diesem, also den Strom eingeschaltet haben. Oh, da drüben stehen ohne Ende... Oh, das hier ist das Institut, oder? Macht ja sonst gar keinen Sinn. Den können wir nicht aufmachen, ausnahmsweise mal. Ja, das hier wird das Institut sein. Wahrscheinlich erschreckt Miller uns gleich einfach hinter der nächsten Tür. Mein Licht ist aus. Also jetzt mal no joke, ne? So gut wie Metro bis jetzt war. Das mit dem andauernden, oh, deine Taschenlampe funktioniert nicht mehr. Gefällt mir nicht. Kein gutes Spieldesign. Denn keine vernünftige Erklärung, warum das Scheißlicht nicht funktioniert. Ich schieße ja einfach in den Kopf, okay? Ah, Licht funktioniert wieder so ein bisschen. Okay. Junge, du siehst nicht so gut aus. Bruder, hier sieht alles nicht so gut aus, wenn ich ehrlich bin. Da muss man doch nicht gleich den Kopf verlieren. Ja, noch habe ich einen Augenblick. Warum geht hier Licht an? Es fängt schon wieder ganz... Es fängt schon wieder an, ganz komisch zu werden. Mit Sicherheit gehe ich nicht dahin. Was ist hier? Achso, ich dachte, der tritt hier einfach an die Tür. Gut, scheinbar nicht. Ich möchte einfach nicht so nah an die Wand dran, danke. Das Violette war übrigens auch nicht ich. Aber bisher mag es mir echt gar nicht gefallen. Aber das ist ja jetzt auch nichts Neues. Jetzt kommt wieder eine Übertragung gleich von Miller. Achso, von Kira. Ja, mach. Ich hätte bestimmt irgendwie in den Raum hier unter mir reingekonnt, aber ich habe gar keine Lust, jetzt noch hier so viel rumzuforschen. Ich würde sagen, wie es hier weitergeht. Nämlich, wenn wir hier runtergehen, das seht ihr im nächsten Part. Bis dahin, haut rein und tschüss.